Ladies und Gentlemen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Civilization, unserer Runde mit, ich kann es noch einmal zeigen hier, mit dem Real Strategy Mod. Ja, wo ich mal testen will, ist die KI wirklich schlauer? Nun, wir wissen, eine KI ist bereits in der ersten Folge ausgeschieden. Wir wissen nicht wer. Wir werden das vermutlich auch nie erfahren. Aber wir kennen schon den guten Simon Bolivar hier mit den Großkolumbianern. Und ja, verhält er sich bisher schlau? Kann ich noch nicht sagen. Die KI ist hier ohne Startvorteile gestartet. Genauso wie wir. Er schlägt sich vielleicht noch okay. Muss man mal irgendwie gucken. So, ich war auf dem Weg, die zweite Stadt zu gründen. Die wollte ich ja erstmal hier gründen. Das ist natürlich schön, schön, schön. Schauen wir mal, ob wir da hinkommen. So, hier wollte ich. Hier wollte ich die Chance nutzen, um mich nach Nordamerika durchschlagen. Da kommt ein Barbare. Den heilen wir mal noch ein bisschen. So, du Kollege hast den Kakao angeschlossen. Du hast die Bananen angeschlossen. Was möchte ich denn hier noch anschließen? Wahrscheinlich noch die Bananen hier. Das hier werde ich ja wahrscheinlich erstmal wechseln. Ja. Ich schließe mal die Bananen an. Ist eigentlich ganz okay. Modernisiert drei Geländefelder. Genau, dann bekomme ich das hier. Das habe ich schon. Ja, okay. Hier machen wir noch eine Runde. Dann wechseln wir das. Und dann stellen wir erstmal um. Die Stadt wächst ja ganz okay, sag ich mal. Ja, kann man so machen. Oh, Simon mag uns. Ja, guck mal da an. Das ist natürlich eine gute Gelegenheit. Oh Gott, komme ich da überhaupt durch? Eine gute Frage. Komme ich da überhaupt durch? Wir haben hier noch einen Handwerker gebaut. Ach, für die neue Stadt. Für die neue Stadt habe ich das gemacht. Okay. Geschicklichkeit ohne Fantasie ist Handwerk und bringt uns vielerlei nützliche Dinge wie geflochtene Picknickkörbe. Sensationell, möchte ich hier etwas umstellen? Nö, eigentlich nicht. Ich spare immer noch auf das Pantheon. Wobei, das bekomme ich eigentlich. Brauchen wir den Gottkönig noch? Ich bekomme ja. Moment, stopp, stopp, stopp. Ich bekomme ja. Ach so, ich bekomme. Ja, eigentlich brauche ich den Gottkönig gar nicht mehr. Bei 25 kriege ich das Pantheon. Der Stadtstaat gibt mir ja den restlichen Punkt. Eigentlich brauche ich den Gottkönig gar nicht mehr. Das brauche ich jetzt auch nicht mehr für die Handwerker. Ja, den extra Produktionspunkt. Stelle ich das mal so ein. So, und du ziehst rüber, ne? Das habe ich ja so richtig verstanden. Wobei. Oh. Ich dachte, das hier wäre ein. Ja, okay, dann macht es natürlich Sinn, dass das hier. Ja, okay, dann holen wir uns doch den Kaffee. Dann holen wir uns doch den Kaffee und ziehen dann hoch. Das passt eigentlich.
So, das Lager mischen wir auf. Ja, Wunderbauen ist natürlich durchaus attraktiv. Besonders weil wir hier jetzt gegen eine faire KI spielen, die keine unfairen Vorteile hat, sondern einfach nur schlauer sein soll. Ich würde aber trotzdem sagen, sofort der nächste Siedler. Sofort Richtung Stadt 3. Wir schwenken hier auf jeden Fall mal um. Das hier bekommen wir ja automatisch. Ha. Der nächste Siedler. Der Campus wäre wichtig. In 4 Runden würde ich eigentlich den Campus dann bauen. Ich baue den Siedler aber trotzdem erstmal an. So, ob er sich hier eine zweite Stadt holen will, bin ich mal gespannt, wie sich hier die KI verhält. Freundlich, kein Groll. Jawohl. Benachbarten. Wir sind Freunde. Das ist doch nice. Das kann man doch mal machen. Shit. Das ist jetzt. Das ist jetzt ein bisschen belastend. Ja, ich fürchte, hier ist Feierabend. Ich fürchte echt, hier ist Feierabend. Hier werden wir nicht weiterkommen. Ach, Freunde, was wird das denn? Lepanteon. Was ist hier denn los, ey? So, Kakao haben wir, Kaffee kommt. Alter, wie viel Kaffee wir haben. Wir können Kaffee vertauschen. Aber richtig können wir Kaffee vertauschen. So, wir bauen die Plantage. Das hier greifen wir einmal an. Sehr schön. So, jetzt bin ich gespannt. Wir sind ja doch recht schnell mit dem Pantheon gewesen. Was ist denn noch da? Der Handwerker und das Städtewachstum ist noch da. Schwimmland. Der Siedler ist nicht mehr da, oder? Oder übersehe ich gerade das Pantheon? Hat eine KI tatsächlich vor mir schon ein Pantheon gegründet und sich den kostenlosen Siedler gesnackt? Also was ich natürlich immer sehr, sehr cool finde, ist plus 25% Produktionen für Bezirke in Städten, die keinen Spezialbezirk haben. Also der erste geht 25% schneller. Alle Städte wachsen 10% schneller und ich bekomme Handwerker. Das ist natürlich immer sehr, sehr cool. Was natürlich auch nicht schlecht ist, ist plus eine Kultur durch Plantagen. Müssen wir mal gucken. Plantagen.
Ja, das sind ja quasi alles Plantagen, oder? Plantage. Das hier ist eine Plantage. Das hier wäre eine Plantage. Das hier ist auch eine Plantage. Das hier auch, ist das hier auch eine Plantage? Das sind alles Plantagen. Das hier wäre auch eine Plantage. Wenn wir das nehmen würden, hätten wir sofort plus 4 Kultur, weil wir 4 Plantagen bewirtschaften. Zwei weitere Kultur, die ja noch hier mit oben drauf kommen, hätten wir halt auch noch hier durch. Das würde unsere Alter plus 4 Kultur. Das wäre schon ziemlich mächtig. Das würde uns sehr, sehr stark boosten. Hier kriegen wir halt auch noch viele Kultur. Hier auch noch mal. Plantagen, alles Plantagen. Hier auch. Plantagen, auch Plantage. Ja, bei Honig weiß ich das gar nicht. Wahrscheinlich auch Plantage irgendwie. Das hier ist Reis. Ja, hier, das wären halt alles Plantagen. Also, auch wenn wir hiervon vielleicht nicht alles bekommen. Also, ich sag mal so. 80% der ganzen Felder hier, das sind quasi Plantagen. Ich würde fast schon überlegen, Göttin der Feste zu nehmen. Das würde uns sofort plus 4 Kultur bringen. Das würde unser Kultur-Income fast verdoppeln. Das wäre übelst krass. Und auch wenn wir hier gründen, das sind halt alles Plantagen. Und zusammen mit dem Naturwunder hier, das könnte echt ein krasses Kulturspiel werden. Ich glaube, ich nehme das hier. Plus eine Kultur durch Plantagen. Dann müssten wir jetzt auf plus 9,1 hochschießen. Plus eine Kultur durch Plantagen und plus 9,1. Das ist mächtig. Das sind gute Felder. Ah, hier hat sich die eine Kultur versteckt. Das heißt, wenn wir hier eine Plantage drauf bauen, kriegen wir hier noch eine Kultur und sogar halt noch mehr Gold. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. So, ich hoffe mal, dass hier jetzt kein Barbarsport schon wieder eine starke Dürre, schon wieder genau an der Stelle. Okay. Ja, Kollege, ich gehe da mal, ne? So, genau hier wollte ich meine Stadt gründen. Ja, schicke ich den jetzt schon mal rüber? Ich kann ihn ja schon mal in die Richtung schicken. Ja, das Lager machen wir auf jeden Fall weg. Dann bekommen wir nochmal einen ordentlichen Goldboost und wir bekommen Zeitalterpunkte. Haut sie weg da! Gold und 3 Zeitalterpunkte. So, damit haben wir uns schon mal ein normales Zeitalter gesichert. Er hat 4 Bürger. Wir haben auch 4. Wir haben aber auch schon einen Siedler. Wobei, er hat Population verloren. Wegen dem Vulkanausbruch. Ich erinnere mich. So, die Schrift kommt jetzt. Dann sollte ich eigentlich umstellen. Eigentlich. Aber mache ich das auch? Das ist die Frage. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im. Schreiben ist leicht. Man muss nur die falschen Wörter weglassen. Ja, was machen wir mit ihm hier? Ich glaube.
Ich glaube, ich ziehe mit ihm zurück und guck mal, dass ich hier entlang ein bisschen erkunde und so ein bisschen Richtung Süden scoute. Das ist eigentlich ganz sinnvoll. So, die Stadt. Eieieiei. Ah, hier noch eine Stadt rein zu quetschen, das wird aber schwierig. Geht das überhaupt noch, wenn ich jetzt hier die Stadt gründe? Jo. So, wir haben bei einem Naturwunder gesiedelt. Großartig. Du läufst schon mal zurück. Kann man jetzt hier überhaupt gründen? Also passt hier überhaupt noch was hin? Ah, minus 20. Ich glaube, das wird aber schwierig. Also hier noch was hinzusetzen. Eieieiei. Also an diese Plantage komme ich noch ran. An die beiden auch. Und das hier gehört ihm. Um die Banane müssten wir uns dann irgendwie kloppen. Okay, so, jetzt ist natürlich die Frage. Ein Bürger, fünf Bürger. In vier Runden haben wir das frühe Reich automatisch. Der Campus würde hier plus 3 bringen. Das ist natürlich ein guter Spot. 8 Runden. Geh mal hier bitte erst auf die Bananen. Ich hätte gerne schnell den nächsten Bürger. Minus eine Annehmlichkeit. Warum? Ich habe doch Kaffee und Kakao. Sollte das nicht reichen für eine zweite Stadt, wenn ich jetzt zwei Luxusgüter habe? Unzufrieden. Ach so, ja gut. Ja. Die Stadt hat da natürlich jetzt nichts von. Die braucht hier natürlich auch. Ja, ich müsste hier den Kakao anschließen. Na, der Handwerker ist ja unterwegs. So ist es ja nicht. Was bauen wir denn hier mal Schönes? Das Monument? Könnte ich mir halt auch kaufen. Aber was soll ich dann bauen? Einen Handwerker? Einen Händler? Ich habe einen Handelsweg. Ich könnte mir einen kostenlosen Gesandten bei Hunza verdienen. Plus 2 Gold in der Hauptstadt und in jedem Markt oder Leuchtturm. Ja. Ich könnte den Händler bauen und das Monument kaufen. Der Plan gefällt mir ehrlich gesagt. Das wäre nochmal plus 2 Kultur. Ich kaufe sofort das Monument. So. Ich gehe mal auf die Tierzucht. Ich würde jetzt langsam schon gerne wissen, wo hier irgendwie mal Pferde sind. Das wäre doch mal ganz gut zu wissen eigentlich. Ja, jetzt ist natürlich die Frage. Das hier bekommen wir automatisch in 4 Runden. In 4 Runden wäre auch das fertig. Das heißt, in 4 Runden soll ich den Campus erstmal hinauszögern und erstmal auf die nächste Stadt gehen?
Ich meine, in 4 Runden bekommen wir das hier automatisch. Und in 4 Runden würden wir auch... Ich meine, wir haben eine super Kulturproduktion. Wir brauchen den Bonus hier jetzt nicht. In 4 Runden haben wir diese beiden Sachen fertig. Sofort 2 Gouverneurstitel. Wir könnten uns sofort Pingala holen, ihn in die Hauptstadt schicken und zum Beispiel unsere Wissenschaft boosten. Um plus 5. Das würde das mehr als verdoppeln. Ja, das ist... Ich glaube, ich ziehe das... Oder um plus 4. Ja, es würde er trotzdem immer noch verdoppeln. Ich glaube, ich ziehe den Siedler durch. Aber ich glaube, ich platziere den Campus schon mal, weil sollten hier auf diesem Feld Pferde spawnen, kann ich den nicht mehr setzen. Ich gehe mal hier in die Liste und stelle den Campus ein. Und zwar auf dieses plus 3er Feld. Jo. Ah. Zack. Ich baue erst den Siedler, aber den Campus habe ich hier schon mal platziert. Falls da Pferde spawnen, dann ist der Campusplatz nicht verbaut. Das ist doch schon mal gut. Okay. Ja, machen wir so. Let's go. Weiter geht's. Tja, man muss natürlich jetzt sagen, Großkolumbien ist natürlich jetzt schwer abzuschätzen, wie das jetzt so mit der KI-Stärke ist. Ich meine, er kann halt nicht in die Richtung wirklich expandieren. Hm. Also, er hatte ja einen richtig starken Vulkanausbruch. Du bleibst bitte einmal hier. Also, er hatte ja einen richtig krassen Vulkanausbruch. Das hat ihn natürlich zurückgeworfen. Deswegen kann man jetzt vielleicht nicht unbedingt einen Vorwurf machen, ja, wieso hat er noch keine zweite Stadt? Und da ich jetzt hier die so frech hingesetzt habe, weiß ich gar nicht, kann er überhaupt eine zweite Stadt gründen? Er könnte hier eine Stadt hinsetzen vielleicht, wäre aber schwer zu halten. Hier könnte er noch eine hinsetzen. Ich weiß nicht, ob man hier durch kann, vielleicht kann er da noch siedeln. Aber es könnte sein, dass ich ihn quasi Game Over gesetzt habe. Das könnte durchaus sein, tatsächlich. Habe ich ihn quasi Game Over gesetzt? Er baut ordentlich Militär. Er kann uns nicht angreifen, wir haben einen Freundschaftsvertrag. Aber er scoutet. Er scoutet und er hat uns die Grenzen geschlossen. Wir kommen nicht rein. Was würdest du denn haben wollen? Ich selber kann dir doch keine offenen Grenzen anbieten. Ich bin noch nicht so weit. Was wäre nötig? 2 Goldstücke einmalig. Ja, das kann man machen, oder? Das kann man machen. Er hat doch kein Luxusgut. Er sammelt aber schon diplomatische Gunst. Wieso sammelt er schon diplomatische Gunst? Ist er bei einem Stadtstaat zu zerren? Also die 2 Goldstücke, die gebe ich ihm. Ah, guck mal, ein Siedler. Da ist er ja. Ja, ist gar nicht so schlecht, die KI. Ah, er hat sich... Oh, okay. Hm. Ja. Ich würde tatsächlich schon sagen, dass ich hier erkenne, dass die KI ein bisschen smarter ist. Also, Simon Bolivar, er baut kräftig Militär. Das ist auch genau das, was ein Simon Bolivar machen sollte. Er hat jetzt erst seinen zweiten Siedler. Das ist ein bisschen spät, aber gut, er hatte auch hier mit dem Vulkan zu kämpfen. Und wer weiß, ob er hier irgendwie Barbarenstress hatte. Mal gucken, wo er siedelt. Schauen wir mal, wo er siedelt. Er macht auch hier gut Wissenschaft und Kultur. Macht gut Gold, sammelt schon diplomatische. Ist halt, hat halt den Armani-Wash hier gespielt, damit er sehr schnell diplomatische Gunst sammelt.
Okay, der Siedler ist weg. Hier kommt man durch. Ich glaube, er ist mit dem Siedler. Will er jetzt echt hier eine Stadt hinsetzen? Das wäre aber mutig. Das wäre aber schon ein bisschen mutig. So, den zweiten Bürger werde ich hier auch auf ein Bananenfeld setzen und ich werde die beiden Bananen dann auch. Nee, werde ich nicht. Oder Moment, hat sich das mit der Zufriedenheit jetzt hier geklärt? Ah doch, die Luxusressourcen mussten erstmal rüber geschafft werden. Okay, ja, dann kann ich die beiden Bananen modifizieren, kriege ich auch noch mehr Kultur von. So, das Feld halte ich hier schon mal so ein bisschen frei. Hier soll ja die nächste Stadt entstehen. So, und jetzt sollten wir eigentlich zwei Sachen gleichzeitig bekommen. Also zwei Gouverneurstitel. Ich bin gespannt. Let's go! Während hier gegen Barbaren gekämpft wird. Wir haben jetzt die Gelegenheit, für unsere Zivilisation einen Gouverneur zu ernennen. Wir sind jetzt bereit zu entscheiden. Zufriedene und engagierte Arbeitskräfte sind ebenso wichtig wie ein profitables Endergebnis. Oh, das frühe Reich. Da fehlt noch eine Runde. Das hier ist jetzt knapp. Wie viele Bewegungspunkte hat der? Wie viele Bewegungspunkte hat der? Der hat... Scheiße. Der sollte mich nicht kriegen. Ich ziehe hier schon mal zur Sicherheit entgegen. Alter, wenn ich den jetzt verliere, ey. Wenn ich den jetzt verliere. What? Simon! Das hast du noch nicht dir gesnackt. Was machst du denn? Mein Jung, was tun wir denn? Ei. So, okay, was machen wir? Ja, ich denke mal, ich lasse das erstmal so, wie es ist. Also. Fehlt uns hier jetzt echt? Hier fehlt halt echt noch eine Runde. Ja, komm. Ja, so. Worauf gehen wir? Ich wäre ja schon so ein bisschen für Pingala, muss ich sagen. Pingala ist halt geil, ey. Wo schicke ich Pingala hin? Ich baue hier zwar noch Siedler, aber wir könnten natürlich auch. Theoretisch könnten wir auf Magnus gehen und ihn sofort befördern, dass wir keine Bevölkerung mehr verlieren. Allerdings, die Stadt ist halt so produktionsstark, also... Ah. Oh. Habe ich jetzt... Okay, ich habe Pingala scheinbar gerade schon angeklickt, okay. Ja, also, ich wollte... Ja, dankeschön. Ich wollte eh Pingala nehmen, aber jetzt kann ich es eh nicht mehr umbenennen. Ich habe aus Versehen scheinbar eben auf Pingala sowieso schon geklickt. Ja, man hätte jetzt auch Magnus nehmen können und mit dem zweiten Titel halt sofort, dass hier kein Bevölkerungspunkt mehr verloren geht. Allerdings, wir haben ja halt so viel Nahrung. Ja, das ist eigentlich okay. Also, der fünfte Bürger, der hier flöten geht, den kriegen wir ruckzuck wieder. Ob wir hier jetzt die Stadt gründen? Ja. Müssen wir mal gucken. Müssen wir mal gucken. So, der sollte uns nicht erreichen können, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Oh, okay. Und wieder.
Ich mag Schweine. Hunde schauen zu uns auf, Katzen auf uns herab. Schweine begegnen uns auf Augenhöhe. Betrachte die Vergangenheit, die großen Veränderungen so vieler Reiche. Daraus kannst du auch die Zukunft vorhersehen. Aha, das ist ja großartig. So, liebe Leute, was ist denn in diesem Dorf hier drin? Da ist die Inspiration für die politische Philosophie drin, okay. Okay, ja, kann man mal machen. Warum nicht? Und natürlich wieder Barbaren. Wie könnte es denn auch anders sein? So, der behindert uns hier jetzt ein bisschen. Ja. Ja. Ich würde sagen, wenn Pingala gleich kommt, soll er mal unsere Wissenschaft boosten. Weil da hinten war so ein bisschen hinterher, dann bekommen wir plus 4 Wissenschaft. Das wäre auf jeden Fall schon mal ein guter Boost. Und wir gehen jetzt auf... Gehen wir auf das Bogenschießen? Haben wir Pferde? Haben wir... Hier ist... Moment, ich kann mal hier gerade suchen. Pferde. Pferde. 1. Das einzige Pferdevorkommen, was ich sehe, ist das hier. Und da komme ich mit keiner Stadt hin. Das ist natürlich... Das ist natürlich schon ein bisschen mies. Okay, wir müssen... Hier sehe ich den Beginn eines Flusses. Vielleicht hier eine Stadt hingründen, damit wir den Bonus hier noch abgreifen können. Und uns auch die Pferde stacken können. Das können wir uns mal überlegen. Eisen vielleicht aufdecken. Als nächstes könnte man machen. Stadtmauern. Baut ein Steinbruch. Ja. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon unbedingt wissen möchte, wo Eisen ist. Stadtbauern. Ich erforsche mal die Bogenschützen. Ich meine, dann können wir halt zur Not einen Schleuderschützen upgraden. Und ich weiß ja nicht, was der gute Simon noch so vorhat. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. So, das Gute ist jetzt natürlich, in dem Bonusdorf war das hier drin. Das ist natürlich absolut nice. In 6 Runden schon, das ist halt so gut. Wir brauchen den dritten Stadtstaat nicht. Also wir gehen auf jeden Fall sofort auf die erste Regierung. Gar keine Frage. Es ist natürlich die andere Frage. Siedlerpumpe? Ja, nein. Handwerker? Hier bauen wir den Händler, um den Quest mit Hunzer zu erfüllen. Was bauen wir nach dem Siedler? Den Campus, ja. Ich würde tatsächlich sagen, wir lassen das erstmal so. Kommen wir hier durch? Wahrscheinlich nicht. Ich müsste wahrscheinlich echt hier außen rum. Das ist halt so... Ah, das ist halt echt mies, ey. Das ist halt echt mies. Okay, wir machen weiter. Oh, shit. Oh, er ist nicht tot. Ich dachte, er spawnt und greift sofort an. Flieht ihr darin? Oh Gott. Alter, was ein Arsch. Das gibt's ja wohl nicht.
nächster Siedler. Ja, hier gründen. Kaum Produktion, aber extrem viel Nahrung. Hier gründen, einfach nur für das Heureka. Hier eine Stadt. Oder hier eine Stadt und hier ein Hafen. Das wäre natürlich auch ziemlich nice. Ha. Aber hier sind halt richtig gute Felder. Hier kann man, glaube ich, auch echt gut mit Schutzgebieten bestimmt arbeiten, oder? Oh, das hier ist so mies. Das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Das hätte ich jetzt aber echt nicht gedacht. Ich hätte gedacht, weil das alles so übelst krass Natur ist, wäre das halt voll gut. Das hätte ich jetzt echt nicht gedacht, dass das hier so schlecht ist. Ja, okay, das ist natürlich dann, also vielleicht irgendwie hier bei dem Naturwunder, ob man da vielleicht was machen könnte. Hier vielleicht? Das wäre halt dritter Ring, das. Das würde ich halt gar nicht bewirtschaften. Okay, Schutzgebiet ist halt doch schwierig. Ich bin halt am Überlegen, ob man die Stadt nicht vielleicht irgendwie hier auf dem Reis oder hier neben gründen könnte. Dann hätten wir da Teurika. Hier hätten wir aber sofort die Plantage. Wobei die Bananenplantage wäre auch zur Not. Ich weiß nicht, wie das bei Sumpf ist. Wenn wir auf der Reisressource siedeln, dann behalten wir, glaube ich, die 4 Nahrung und eine Produktion kommt hinzu. Wir verlieren, glaube ich, nicht eine Nahrung. Hier weiß ich es nicht, ob es dann auf 2-1 runtergeht oder auf 3-1. Aber bei Reis, ich glaube, wir behalten die 4 Nahrung. Wir entfernen den Reis ja nicht, wir bauen ja auf dem Reis. Das heißt, das wäre dann ein 4-1er-Feld. Das wäre eigentlich, da kann man halt echt drüber nachdenken. Den Kakao würden wir trotzdem bekommen. Die Banane snackt sich dann unsere zweite Stadt. Ich bin so langsam mehr davon überzeugt. Ich weiß nicht, was ich dann hier mit der Stadt mache. Die ist dann eigentlich egal. Der Platz ist halt eh erstmal scheiße. Dann würde ich halt eher hier unten siedeln. Dann können wir das hier nämlich wegmachen. Denn wir hier nämlich ein verdammt cooler Hafen. Ja. Das gefällt mir irgendwie besser. Und die vierte Stadt gründen wir dann hier unten, um die Pferde abzugreifen und das letzte Feld vom Naturwunder. Das gefällt mir irgendwie besser, muss ich sagen. Das gefällt mir irgendwie ein bisschen besser. Alter, geh mir die Barbaren hier auf den Sack, ey. Das ist ja wohl nicht zu glauben, ey. Ich greife die jetzt an. Wir müssen die jetzt mal hier vertreiben. Das geht ja so nicht. Ich will die scheiß Plantage bauen. Herrgott nochmal. Wenn ich jetzt hier hin... Ich warte mal eine Runde ab. Es ist nervig. Alter, hier ist ja auch Vulkan City, ey. Okay, ja, zweiter Gouverneur schon, okay. Ich habe einen Gouverneur und ihn gleich befördert. Er holt sich... Spannend. Simon Bolivar, spannend. Geht gar nicht auf den Pantheon, verstehe ich nicht.
Ja, das soll es aber für die zweite Folge gewesen sein. Das hier ist übrigens die dritte Stadt und nicht die zweite. Wie komme ich? Wollte ich hier? Nee, ich wollte doch erst die Stadt gründen hier beim Wunder natürlich. Ach ja, oh Gott, jetzt habe ich hier gar nicht drauf geachtet. 2-1-3. 6 Runden. Ich verzichte auf das Gold und gehe stattdessen auf die Nahrung. Gut, habe ich jetzt nicht aufgepasst, aber ich hätte hier gerne schneller den zweiten Bürger. Gut, dann soll es das gewesen sein hier. Ich bin mal gespannt. Bisher finde ich die KI von dem, was ich gesehen habe, noch okay. Ich muss natürlich erstmal andere Spiele aufdecken, um das beurteilen zu können. Aber mein Gefühl sagt mir, okay, die KI ist echt ein bisschen schlauer geworden. Ich verstehe nicht, wieso Simon Bolivar nicht auf das Pantheon geht. Verstehe ich absolut nicht. Ich verstehe auch nicht, was er hier mit seinem zweiten Siedler macht. Wo ist der denn? Also, den hat er jetzt ja irgendwie schon vor X Runden losgeschickt. Will er jetzt hier eine zweite Stadt gründen oder nicht? Oder will er die jetzt doch hier oben gründen? Schauen wir mal. Ich gründe bald auf jeden Fall meine dritte. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, bis dann und ciao.